Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mal wieder was drechseln, aber ich will heute mal eine Technik anwenden, die ihr auch ganz, ganz einfach zu Hause anwenden könnt, um ein Projekt vielleicht ein bisschen anders aussehen zu lassen. Denn oftmals hat man ja so die klassischen Formen, gerade wenn man öfters was gedrechselt hat, sehen manche Dinge halt teilweise, wie ich finde, so ein bisschen langweilig aus, weil man sie halt schon super oft gedrechselt hat. Langweilig in meinem Fall, weil ich halt mich so ein bisschen satt gesehen habe an den normalen Formen. Deswegen werde ich jetzt einfach so ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube, das ist auch ein praktisches Projekt oder irgendwie so ein kleiner Tipp oder einfach mal, dass man sieht, wie sowas fertig aussieht. Denn es ist nicht so extrem aufwendig, aber es sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Habe ich schon erwähnt, dass ich es noch nicht auf YouTube gesehen habe? Ich glaube noch nicht, weil ich diese Aufnahme jetzt schon zum 6. Mal aufnehme. Heute habe ich wieder ganz große Sprachbarrieren. Für das heutige Projekt will ich ein Stück Holz nutzen, was ein bisschen größer ist. Ihr könnt es natürlich auch verleimen, aber ich habe da hinten noch so ein bisschen Zeug rumliegen, unter anderem Walnuss, wo ich mal schauen werde, ob ich da ein schönes Stück finden werde. Mal gehen wir hinten an den Haufen. Das hier ist so der Haufen, wo ich eigentlich nur die ganzen Drechselhölzer drin habe. Da ist viel Meranti, viel Walnuss, viel Eichenholz, Buchenholz dabei. Das Schöne hieran ist halt eben, dass das, glaube ich, schon 30 Jahre alt ist. Das hatte ich damals mit einer Drechselbank mitgekauft. Ich verlinke dir mal die Drechselbank oben rechts im Eck, wo ich dann ein Goodbye-Video gemacht habe. Die ist, glaube ich, 100 Jahre alt gewesen. War ein schönes Stück Werkzeug, aber war leider zu groß für meine damalige Werkstatt irgendwann. Ich werde irgendwann sterben, wenn ich hier immer so rumkletter. Ja, ich komm raus. Das ist aber praktisch. Das hier ist das Stück Walnuss, was ich heute mal benutzen möchte. Wir werden jetzt erstmal die Stirnseite wegschneiden und uns mal anschauen, wie das Holz so von der Optik her ist. Okay, das da war knapper, als ich lieb war. Umso schöner das Holz ist, desto blöder ist es halt immer, wenn hier dann so ein echt verrissenes Stück in der Mitte ist. Deswegen werden wir jetzt noch ein Stück abschneiden. Immer noch. Oh Mann. Alter, nein. Oh fuck, Alter. Haben ja leider immer noch so ein bisschen den Riss. Deswegen werde ich es jetzt halt einfach mal drin lassen und schauen, wie es auf der Drechselbank aussieht. Ich habe mir hier zum Glück mal irgendwie vor ein paar Wochen, Monaten 100 Bleistifte gekauft. Das ist echt ganz praktisch. Und das Regal, in dem die Stiftepackung drin liegt, ist übrigens auch ein eigenes Video. Wenn du weitere Videos nicht verpassen willst, würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Es muss gar nicht so riesig heute werden. Deswegen machen wir es mal 27 lang. Hier ist das Holz nicht mehr gerissen, aber es ist noch relativ hell für Walnuss. Deswegen bin ich extrem gespannt, wie es aussieht, wenn ich da mal das Finish drauf packe. Hier mal so ein kleiner Sicherheitshinweis. Und zwar sehen wir jetzt hier diesen feinen Haarriss. Das ist jetzt in diesem Stück hier nicht so besonders wild, weil wir halt eben sehen, ah, der Haarriss, der geht einfach nur so einen halben Zentimeter ins Material rein. Aber dennoch haben wir hier noch so einen Riss. Und jetzt mal hier so ein kleiner Sicherheitshinweis für die frischeren Drechsler. Ich glaube ja, dass wirklich viele bestimmt denken, mir ist die Sicherheit komplett egal. Aufgrund von solchen Projekten wie dieses Kettensägenteil, das ich da gebaut habe, aber auf keinen Fall. Das ist zum Beispiel sowas, wenn ich jemandem gezeigt habe, wie man drechselt, dass man da unbedingt drauf achten soll. Wann immer man solche Haarrisse hier sieht und man nicht weiß, wie tief die ins Material reingehen, ob das vielleicht ein Zwiesel war oder die Rinde abgeplatzt ist, extrem aufpassen, denn es kann halt eben sein, dass das Holz beim Drechseln auseinanderbricht, auch wenn es nur so ein Stück ist und wenn das halt einem dann ins Auge fliegt, ist das halt super, super doof. Achte sogar ich tatsächlich drauf. Wenn ihr frisch dabei seid, was das Drechseln angeht und ihr eh noch nicht so geübt seid, dann schaut ruhig mal, ob da Risse im Holz sind, weil wenn er da irgendwie mit dem Werkzeug verkantelt, kann es halt eher sein, dass das vielleicht auseinanderbricht. In den meisten Fällen ist es nicht so schlimm, aber es ist ja nicht schlimm, wenn man es mal kurz erwähnt. Mal gehen wir an die Drechselbank. Hier einmal der Vierzack-Mitnehmer, dann einmal die mitlaufende Zentrierspitze. Das Schwarze hier, wenn ihr euch fragt, woher das kommt, da verlinke ich euch mal das Projekt auch oben rechts im Eck. Da habe ich wie Eichenholz gedrechselt. Das Stück Holz kann ich jetzt zwischen den Spitzen spannen. Das läuft, aua. Das läuft rund genug. Zu diesen Ecken, die jetzt noch hier überstehen, die können wir ganz normal wegdrechseln. Wenn ihr noch ganz frisch beim Drechseln seid, dann könntet ihr die theoretisch auch runterschneiden, aber normalerweise braucht ihr das nicht. Dazu benutze ich jetzt hier diese Formröhre. Die findet ihr bei mir auf der Webseite. Wenn ihr euch die bei mir holt, bekommt ihr auch Videos dazu, wie ihr die nass, trocken schleift und vor allen Dingen, wie man sie auch benutzt. Das heißt, wenn ihr damit noch nicht so viel gearbeitet habt,
Dann zeige ich euch, wie das funktioniert und gebe euch halt einfach ganz, ganz viele Tricks an die Hand. Das Material ist jetzt einmal rund gedrechselt. Auf der linken Seite werde ich einen Rezess andrechseln, damit wir das Ganze später in einem Spannfutter greifen können. Denn später will ich halt eben hier diesen Reitstock wegnehmen und dann können wir auch hier vorne die Seite komplett fertig machen. Hier kann ich dann auch schon direkt das nächste Werkzeug benutzen, was heute sehr wichtig ist. Und zwar ist das hier dieses Abstechwerkzeug. Damit, oh nein! Und damit werden wir halt eben diese tolle Form andrechseln. Aber als erstes werden wir es jetzt benutzen, um halt eben die linke Seite einmal abzuplanen, um dann den Rezess fertig zu machen. Hier sehen wir auch das, was ich eben angesprochen habe. Da können halt eben solche kleinen Stücke wegfliegen. Für mich bedeutet das jetzt einfach, dass ich das ganze Teil ein bisschen kürzer machen werde, damit ich das Holz hier trotzdem noch benutzen kann. Und so unser Rohling ist somit vorbereitet. Vier Zack Mitnehmer raus. Fokus. Und das Spannfutter einmal drauf. Ich bin mir gerade noch gar nicht so sicher, ob das überhaupt Walnuss ist. Es sieht so ein bisschen aus, aber es hat halt nicht so diese typische dunkle Verfärbung. Ich weiß halt jetzt auch nicht genau, wie viele Sorten Walnuss es da draußen gibt. Ich habe den Reitstock jetzt noch unterstützend hier dazu gepackt. Es ist aber zu empfehlen, wenn er das Ganze zu Hause auch tut, dass ihr einmal die Maschine kurz anmacht und mal hört, ob irgendwas sich komisch anhört. Denn wenn die Spitzen von der Maschine nicht genau fluchten, dann merkt man, dass die sich so ein bisschen hochschaukelt und anfangen tut zu vibrieren. Und das tut die hier auch so ein ganz klein bisschen, aber das ist noch okay. Ja, das passt aber. Die werde ich jetzt mal noch so dazu lassen und werde jetzt mal diese spitze Form andrechseln. Schreibt mal bitte nicht alle in die Kommentare, dass ich hier gerade einen Tannenbaum drechsel. Ich weiß, sieht so ein bisschen danach aus, aber mir geht es einfach so ein bisschen um die Form und vor allem das, was wir gleich noch machen werden. Das Stück hier unten will ich später auch noch abkappen. Als nächstes will ich hier einmal mit meinem Schleifstick drüber gehen, damit es auch wirklich perfekt gerade ist und wir einmal so diesen Grobschliff gemacht haben. Das kommt jetzt als nächstes. Dazu benutze ich hier diese Schleifpads. Als nächstes kommt jetzt auch schon das Spezielle an diesem ganzen Projekt. Und zwar werden wir jetzt ja jeweils ein paar Abstiche dran machen und versuchen, alle auf der gleichen Dicke zu machen.
das sollte eigentlich eine ganz coole Optik ergeben. Ich werde mir jetzt mal hier ein paar Punkte markieren. Bei 10, bei 9, 8. Wobei, nee, ich glaube, das ist ein bisschen dicht, oder? Die werden wir jetzt erstmal machen und dann schauen wir mal, wie das schon so kommt. Ich werde mich da jetzt erstmal so ein bisschen rantasten und noch gar nichts messen. Ich werde jetzt erstmal die ersten Abstiche setzen und dann später alles fein nachmessen. Also das habe ich echt unterschätzt, da muss man echt aufpassen. Da gibt es ein paar Faktoren, dass wenn ihr das Werkzeug, ihr seht ja, das passt so schon wirklich nur haargenau so da rein. Wenn ihr das Werkzeug verdreht, dann brecht er schon mal hier die Teile ab. Da müsst ihr auch übrigens aufpassen, dass die euch dann nicht ins Gesicht fliegen. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr neu seid, auf jeden Fall eine Schutzbrille anziehen. Und vor allen Dingen, je weiter man reinkommt, desto schwieriger wird es halt eben. Das Werkzeug wird super heiß, ihr müsst wirklich das Werkzeug erst schön gerade halten, weil sonst macht er das Ganze irgendwie schief. Also es ist, man denkt, glaube ich, nicht, dass es so anspruchsvoll ist. Aber die Optik gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ich werde das Ganze jetzt hier unten abstechen, damit ich als das Ganze dann auch so ein bisschen schleifen kann. Und abstechen werde ich das Ganze in etwa hier. Wie gesagt, das unterschätzt man echt. Das ist eine richtig gute Übung. Aber die Form ist jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt noch alles einmal drechseln. Passt hier bitte richtig gut auf, wenn ihr sowas mal vielleicht nachmachen solltet, dass ihr hier nicht bei dem drehenden Stück Holz reingreift, denn das hier ist wirklich scharf. Und da haben wir hier ganz viele Kanten. Gerade beim Schleifen super gut aufpassen. Als nächstes kommt das Finish drauf. Gummi. Also ich sag mal, wenn jetzt bald Weihnachten wäre, dann würde dieses Projekt hier wirklich thematisch voll gut reinpassen. Aber es ist noch nicht Weihnachten und ich finde, es sieht doch zu sehr aus wie nach einem Tannenbaum. Aber das Coole an diesem Projekt ist ja immer noch, dass man sehr, sehr viel üben konnte. Und ich finde halt eben die Optik hier ganz cool, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man drauf schaut. Das ist nämlich das Besondere an dem Projekt, wenn man nämlich mal Licht hinten dran packt, dann sieht man halt, dass das Licht so toll durchfällt. Und je nachdem, wo das bei euch im Zimmer steht, sieht das echt cool aus, wenn ihr zum Beispiel in den Raum reingeht und dann halt eigentlich durch das Teil durchschauen könnt. Das finde ich echt cool. Also das ist auch wahrscheinlich nicht das letzte Projekt, das ich dann so umgesetzt habe. Das kann man nämlich auch eigentlich auf viele Projekte umsetzen. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Würde mich deswegen freuen, wenn du mir sagst, wie dir das Ganze gefällt. Auf dieser Seite findest du jetzt noch ein Drechselvideo und unten findest du ein Metallprojekt. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Schnell ausmachen.